Moin, hier ist Kambitspieler und ich begrüße euch zur zweiten Analyse in der Vorweihnachtszeit und zu der Partie, weshalb ich überhaupt diese kleine Serie mache. Ja, und zwar wegen dieser Partie. Auf der Sacharin habe ich die gespielt und da hatte mich einer gesagt, er möchte gern das Endspiel analysieren, weil er es sehr interessant fand. Und okay, ich bin dabei. Und diese Analyse wird natürlich auch auf dem hier Kanal von der Sacharin dann auch hochgeladen werden. Und ich sag euch gleich, seine Endspiel-Analyse wird besser sein als meine, weil meine Endspiel-Kenntnisse nicht wirklich optimal sind. Aber kommen wir erstmal von Anfang an. Was spielen wir denn hier? Und zwar mit E4 geht's los. Also mein übliches Aufbau gegen den Sizilianer. Mit dem in meinen Augen besten Erwiderung oder einer der besten mit D5 gleich, also sehr offen. Und das, was jetzt kommt, ist mehr oder weniger alles normal. Also hat sich da jetzt nicht viel geändert. So, und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, was man spielen könnte. Ich entscheide mich jetzt, warum auch immer, zum Rausschlagen, um das Spiel zu vereinfachen. Meine Idee dahinter ist klar, der Turm ist jetzt nicht mehr auf dieser Linie und der Schwarze ist auch noch nicht in der Rochade drin. Also eigentlich stehe ich besser, denke ich zumindest. Die Blechbüchse in der Analyse sagt natürlich was anderes, aber kennt man ja. Gut, aber jetzt erstmal Springer A3. Grundidee, ich möchte irgendwie nach C2 oder C4 oder B5, also mehr Möglichkeiten haben, außer wenn ich nach D2 gezogen habe. Variante, außerdem ist mein Zielfeld eventuell E3, um diesen Läufer loszuwerden. Der nervt ein bisschen. Er spielt dafür A6. Okay. Und ich kann die offene Linie besetzen. Jetzt Schwarz, also mein Gegner, gibt die Rochade auf. Kann man machen, weil die Dame ja nicht mehr da ist. Und ist auch am besten, weil er dann die offene Linie unter Kontrolle hält. Also wenn er jetzt rochiert hätte, dann wäre zum Beispiel dieses Feld klar unterminiert gewesen, hätte man vielleicht nutzen können. Ich denke darauf, okay, wir wollen mal verdoppeln. Turm D8. Und jetzt ein ganz normaler Zug. Turm FD1. Ja, wenn ich mal einfach dagegen gespielt hätte. Einfach rausnehmen. Wenn er nämlich König nimmt, komme ich hierhin zur Kontrolle vom Feld E3 und der schwarze Turm kommt nicht mehr auf dieses Feld. Wegen der netten Gabel. Das Problem an der Geschichte, dadurch, dass ich es nicht spiele, hat er jetzt dieses Feld unter Kontrolle. Ich kann auch nicht mit dem Springer mehr nach E3. Also Springer C4, um ein bisschen mehr Drohungen aufzustellen. Also zum Beispiel E5 eine Option, eventuell B6. Also einfach mal das Leitfiguren eines Spiels ein bisschen offener halten und gleichzeitig den König ein bisschen hinten lassen. Der kann nämlich nicht dieses Feld mehr bewegen. Schwarz seinerseits droht jetzt mit dem Springerzug mich unter Druck zu setzen. Ich muss mit dem Läufer weg. Ich habe nicht viel Auswahl. Ich muss nach D1. Und jetzt kommt F6. Auf den ersten Blick, Fusu, ich darf sowieso nicht nach E5. Nehmen wir mal an, ich spiele E5. Sagen wir mal so, wenn er jetzt gleich B5 spielt, um mich zu vertreiben, muss ich Springer E3 spielen. Ich kann einfach nicht Springer E4 spielen, weil er den einfach rausnehmen kann. Weil der Läufer hängt. Also hätte er hier F6 nicht unbedingt spielen müssen. Mit F6 habe ich eigentlich genug Tempo, um selbst Springer E3 zu spielen. Aber ich spiele in meinen Augen nicht nachvollziehbar H3. Das bringt mir auch ein Problem, weil dieser Springer, dieser hier, hat die beiden Felder unter Kontrolle. Ich kann ihn also nicht vertreiben. Also H3 eigentlich schlecht. Warum ich den da gespielt habe, keine Ahnung. Jetzt Springer E3. Warum nicht gleich? Das ist wirklich meine Frage. B5. So, was haben wir erlebt? F6 steht. Jetzt sogar richtig gut, weil der Läufer im Zweifel auch nochmal hierhin kann. Ich hingegen habe mir mit H3 eine Schwäche provoziert auf G2. Also Schwarz steht hier klar besser.
Aber ich will unbedingt mich endlich entwickeln, endlich diese blöde Fesselung loswerden. Also Springer D2 in der Hoffnung, hier ein bisschen locker zu spielen. Und deswegen mag ich die Läufer nicht. Ich spiele lieber mit Springern. Schwarz tut mir den Gefallen, Springer D1 zurück. So, jetzt, wie setzt ihr die Stellung ein? Seien wir doch mal ehrlich. Schwarz ist wesentlich aktiver. Ich muss um das Remis kämpfen. Sieht übrigens auch so die Blechbüchse. F5, klar, damit ich jetzt mit dem Springer nicht nach E4 komme. Also er engt mich weiter ein. Ich spiele darin erstmal C4, um mich frei zu bewegen. Ist auch nicht optimal. Hier wäre vielleicht König F1 eine Option gewesen. Hätte ich es früher so gespielt. Aber C4 war eigentlich so die einzige Möglichkeit, wo ich dachte, ja, okay. Problem an der Geschichte, Springer D4. Ich kann nicht rausnehmen. Wenn ich vorbeigehe, kann er den auch noch hier blockieren. Der Bauer ist einfach schwach. Hatte ich Glück gehabt, dass er das nicht gespielt hat, sondern genommen hat. Dadurch komme ich zu meinem Plan. Ich habe wieder Tempo, ich habe wieder Felder. Und ich blockiere wieder den schwarzen König. E5. Klar, und damit er mit dem König nach vorne kommen kann, weil er ja nicht mehr raus kann. Ich hingegen sage jetzt, okay, meine Springer stehen jetzt wieder plausibel da. Ich habe das Feld E2 unter Kontrolle. Also da kann er irgendwie nicht in Schach reinhüpfen. König E6, verständlich. Aber ihr seht, immer noch diese nette Blockade. Jetzt spiele ich König F1. Ich habe zwar immer noch das Problem, dass ich mit dem König nicht weiter kann. Aber ich will sicher gehen, dass wenn ich mit diesem Springer wegziehe, nicht irgendwie in Schach reinlaufe und den schwarzen Springer mit Tempi schenke. Springer D4. Das Feld E2. Das Feld C2. So, und jetzt will ich mich um diese Problematik mit G2 und H3 kümmern. Deswegen habe ich H4 gespielt. E4. Ja, er will langsam sicher mit den Bauern vorrücken und gleichzeitig einen Vorposten schaffen, weil der Springer da sieht auch nicht schlecht aus. Zumal er hier immer mal wieder nett angreifen kann. Aber mir egal, ich will endlich mit dem König in die Zentrums gehen. Das klappt wunderbar, Springer D3. Jetzt muss ich natürlich was gegen meine Schwäche auf B2 machen. Also ihr seht schon, ich habe eigentlich nur Schwächen in diesem Endspiel. Und das ist eigentlich, auf Dauer kann ich das nicht halten. Aber man kann ja immer noch mal alles probieren. Wenn ich nämlich jetzt zu B4 komme, dürfte es eigentlich gut haltbar sein. Gut, G6 muss man eigentlich nicht spielen. Ich komme zu meinem B4 und er zu Springer E5. Jetzt nehme ich ihn einfach mal raus, weil, okay, ich habe nichts. Wenn, egal was ich spiele, der König könnte hier die Kontrolle kriegen. Dann nehme ich lieber den anderen Springer noch raus und versuche jetzt meinerseits einen Freibauern zu schaffen. Das klappt auch ohne Probleme. Ich denke übrigens zu diesem Zeitpunkt, mit diesem entfernten Freibauern, den ich kriegen werde, dass ich besser stehe. Die Blechbüchse sagt was anderes. Und das seht ihr auch nachher später in der Partie, warum das die falsche Annahme war. Übrigens, interessante Idee, G4, um einfach mal die schwarze Bauernstruktur anzuknabbern. Ich aber dahingegen B5, weil ich ja halt dachte, mit dem Freibauern bin ich deutlich stärker. Bin ich immer noch der Meinung. Und nach B6, ja, was will er machen? Ihr seht, was mein Plan ist. Richtig schöne Hinweise. Und ihr seht hier auch, der Springer soll hier hin. Also, mit dem König will man ins Zentrum. Wohin geht ihr? Entweder C6 oder C5. C6 kann auch nicht gut sein, oder? Richtig, man hat doch Schach. Nein, C6 ist genau der Zug, den man braucht. Nach C5, also König C5, 6, kommt Springer F6 und dann einfach H5. Und dadurch, dass der König jetzt auf C6 steht, habe ich nicht mehr dieses Feld. In der Partie kam
Was logisch wirkte, König C5. Aber dadurch geht nach Springer F6 eben nicht mehr H5, weil ich dann das Feld habe mit Schach. Und dieses Tempo ist extrem wichtig, um auf diesen Bauern zu spielen. Deswegen hat er auch H6 gespielt. Ich kann aber jetzt eben ebenfalls das Tempo holen mit H5 weiter treiben. Wobei hier noch eine Idee wäre vielleicht König G6, D6. In der Hoffnung, dass der Bauer dann wegfällt. Bis der Springer hat dann ein Problem. Wobei das ich mit dem Bauernzug einfach wahrscheinlich früher oder später noch halten kann. Wäre auf jeden Fall interessanter gewesen. Also H5. Aber ich komme jetzt dazu, wie ich das vorher schon geplant hatte, in gewisser Weise. Und jetzt ist eigentlich die Stellung schon ausgeglichen. Ich habe hier zwar einen Freibauern, aber der wird gefangen. Und das sieht ihr auch so, wodurch Springer F3 ist einfach sehr stark. Ich versuche jetzt noch ein bisschen rumzuspielen. Mit H4. Klar. Er darf nicht vorbeigehen. Ich will erstmal die Dame drohen. Er muss da was gegen tun. Er geht mit dem König. Daraufhin nehme ich den Bauern. Aber die Partie ist jetzt zu diesem Zeitpunkt remis. Weil mein weißer König einfach zu stark steht. Und der letzte wichtige Zug F3. Und der Rest ist nur noch Formsache. Typisches Endspiel. Hätte ich auch so ein Bleichremis anbieten nehmen können, aber ich dachte, nee, komm, das Patt lässt dir zeigen. Oder machst du einfach mal zu Gaudi. Ja, das wäre meine Analyse. Und ich werde auch noch den Link zum YouTube-Kanal von der Schachreiner verlinken. Da wird es dann nachher auch nochmal eine bisschen fundiertere Endspielanalyse kommen. Euer Gambit-Spieler.